Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Schütze und Aszendent Schütze. Willkommen zu der Woche vom 16. bis 22. März. Liebe Schützen, wir befinden uns in einer wichtigen Woche des Jahres, denn es erwarten uns ein starker Mond und gleichzeitig eine Sonnenfinsternis. Der Mond wird vor der Finsternis im Zeichen Wassermann fortschreiten. Anfang dieser Woche könnten Sie einen starken Kommunikationsverkehr haben. Ihr Nachrichtenverkehr könnte ebenfalls ansteigen und Sie sich vermehrt in Kontakt mit Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Einige kurze oder auch längere Reisen könnten aktuell werden. Ab dem 18. wird der Mond in das Zeichen Fische übergehen und Sie sich somit vermehrt auf Ihr Zuhause und Ihre Familie konzentrieren. Sonne und Mond werden sich am 20. März um 11.37 Uhr im Zeichen Fische vereinigen und gleichzeitig wird eine Sonnenfinsternis auftreten. Anders als der Neumond könnten die Wirkungen der Sonnenfinsternis für eine längere Zeit Teil Ihres Lebens werden. Es könnte etwas schicksalsartige Wirkungen haben und wichtige Veränderungen auslösen. Somit könnten sich also die Türen für Sie öffnen. Da es in Ihrem Bereich des Zuhauses stattfinden wird, könnten Veränderungen in diesem Bereich auftreten. Themen wie der Kauf, Verkauf oder die Vermietung von Immobilien sowie der Umzug könnten aktuell werden. Wichtige Veränderungen in Verbindung mit Ihren Familienmitgliedern, Ihren Eltern und älteren Personen könnten anstehen. Es werden auch etwas riskante Wirkungen vorherrschen. Deshalb sollten Sie mit den Energien der Finsternis insbesondere auf die Gesundheit achten. Es ist möglich, dass die Energien der Finsternis unser Leben insbesondere in der Woche der Finsternis sowie Mitte April und Mitte Juni beeinflussen werden. Eine weitere wichtige Wirkung dieser Woche ist die Trennung der Venus vom Zeichen Widder und dessen Übergang in das Zeichen Stier am 17. März. Venus ist im Zeichen Stier stets sehr stark und kann dort seine eigenen Eigenschaften besonders gut zum Ausdruck bringen. Da Venus bis zum 11. April in ihrem Bereich des Jobs und der Arbeit fortschreiten wird, wird es insbesondere ihr Arbeitsleben unterstützen, meine lieben Schützen. Chancen rund um ihren Job könnten ihnen begegnen und ihre Arbeitsbedingungen etwas entspannter und erfreulicher werden. Sie könnten einige Einkäufe rund um Ihre Pflege und natürlich auch Kleidung tun. Sie könnten einige Reorganisationen in diesem Bereich durchführen. Venus im Zeichen Stier wird insbesondere hinsichtlich der Schönheit, Ästhetik und Kleidung sehr unterstützend sein. Vielleicht könnten Sie Ihre Garderobe mit ein paar neuen, schicken Klamotten auffrischen. Es ist möglich, dass Sie mehr Unterstützung von Menschen bekommen werden, die bei Ihnen arbeiten. Insbesondere Ihre Beziehungen zu den Frauen, weiblichen Gehilfen und einigen Verwandten könnten gestärkt werden. Venus wird Sie auch hinsichtlich der Gesundheit unterstützen. Jedoch könnte Ihr Appetit und insbesondere Heißhunger nach süßen Speisen und Desserts ansteigen. Sie werden dies unbedingt unter Kontrolle halten müssen, meine lieben Schützen. So viel zu dieser Woche. Machen Sie es gut und bis bald. Yeah.